Moin moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Romo und wenn ihr auf Lost Place steht, die so ein bisschen ruhiger, gemütlicher und entspannter sind, dann seid ihr hier bei mir genau richtig. Wir spielen hier heute wieder unsere, ja, Kolonie der Verdammten. Genau. Und hatten hier das letzte Mal die große Baustelle mit dem Flüssigkeitssensor. Hier habe ich noch nicht so ganz verstanden, was ich mir da hier gedacht habe. Beziehungsweise hatte ich es nicht verstanden. Jetzt habe ich es wieder. Genau. Ich hatte hier nicht erkannt, dass das Automatisierungskabel nicht zu dem Hydro, nicht zur Pumpe, sondern zum Hydrosensor geht. Habe das dann natürlich abgerissen in meiner unendlichen Weisheit. Und jetzt müssen wir das hier einfach nochmal fix bauen. Machen wir das so. Und dann funktioniert mein System mit meinem Nachfüllplan nämlich auch nicht. Müssen wir das hier nochmal zerlegen. Und dann müssen wir mal kicken, was wir hier jetzt genau machen, ne? Jetzt pumpen wir hier natürlich ganz viel Wasser rein, was hier relativ unnötig ist. Also jetzt nicht unnötig, aber... Na, ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt hätte ich es natürlich ganz gerne, dass der Genosse hier ein grünes Signal aussendet, wenn er leer ist. Damit er hier befüllt wird von dieser Pumpe. Aber ich glaube, da muss ich noch eine Pumpe hinsetzen. Und die dann mit dem Automatisierungssignal befeuern, ne? Weil das ist ja jetzt die Pumpe für unsere Gärten. Wir haben hier in der letzten Folge auch diese wunderschönen Gärten gebaut. Die jetzt hier alle langlaufen. So, zack, ne? Die werden jetzt hier alle automatisch gegossen. Das ist sehr, sehr schön. Dadurch haben wir unseren Replikanten etwas Arbeit abgenommen. Wir bauen jetzt aber hier einfach mal noch eine Pumpe hin. Zack. Das ist dann die Befüllungspumpe. Ich weiß noch nicht. Scheiße, wie kriegt man die überhaupt darüber? Ist ja irgendwie auch schwierig, ne? Ah, ist halt schwierig, weil wir hier alles voll haben, ne? Eine Dreifachleitung, teilweise eine, naja, eine dreifache Leitung durch die Base. Das ist doof. Wir könnten, aber hier haben wir eine Rohrbrücke eingebaut. In unserer unendlichen Weisheit. Wir könnten... Was könnten wir denn jetzt machen? Wie lösen wir das Problem? Wir müssen hier Wasser auffüllen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier einfach in den sauren Apfel beißen und einfach kurz warten. Würde ich behaupten. So, die Pumpe hier pumpt ganz fleißig. Erstmal zu denen, zu denen, zu denen. Ja gut, dann baut er die halt schon mal fertig. Das ist für mich völlig in Ordnung. Dann nehmen wir wandeln. Wir wandeln einfach die Leitung hier um. Pass mal auf. So machen wir das. Wir zerlegen die Leitung hier. Das brauchen wir nicht. Und bis hierhin brauchen wir es auch nicht. So, dann haben wir das. Wo pumpt denn die Pumpe hier eigentlich hin? Die müsste ja dann eigentlich hier rein pumpen, richtig? Moment, wir gucken mal. Learning by Bowing. Das ist der Weg. So, die müsste ja hier rein. Zack, dann setzen wir hier jetzt eine Rohrleitung hin. Ne, die setzen wir jetzt hier hin. Und die wird dann dahin gebaut. So, dann setzen wir jetzt hier... Das ist ein bisschen im Kreis gepumpt, ne? Moment.
Wenn wir jetzt hier das Rohr hinsetzen. Wir schließen das hier an, dann pumpt man das da rein, dann pumpt man das dahin. Ja gut, das ist ja eigentlich auch bloß der Überlauf, ne? Nee, das ist dumm. Das ist einfach nur dumm. Ja, das ist doof, ne? Was passiert denn hier gerade? Habe ich einen Loop gebaut oder was? Der geht jetzt da rein, aber warum? Rohrbrücke zerlegen, sofort. So, okay. Nee, das ist dumm, was ich hier gerade plane. Das ist einfach nur blöde. So. So, und die Pumpe können wir auch nochmal entspannt zerlegen. So. Das war vorher eigentlich schon gar nicht so blöd, wie wir es gemacht haben, ne? Was halt blöd war, ist, dass wir das hier leer gepumpt haben. Das heißt, wir setzen den hier jetzt einfach mal auf über, dann kommt hier ein rotes Signal, dann kann sich der Tank hier wieder füllen. Richtig? So, dann kann sich der Genosse hier wieder füllen mit dem Schmutzwasser von unten. Ja, und dann passt's wieder. Genau. Das war eigentlich bloß der Fehler. Dass ich den Tank hier habe leerlaufen lassen. Und das war doof. Würde ich sagen. Genau. Ja, ne, passt doch. Völlig lost. Dann brennt der hier auf, ja. Das hier können wir eigentlich auch alles so wie es ist zerlegen. Das brauche ich nie wieder. Wir haben jetzt hier Sauerstoff. Ohne Ende. So, hier kommt Wasser rein, da kommt Wasser raus. Wunderbar. So, und dann wollten wir hier oben ja eigentlich auch nochmal die Erdrohre bauen, ne? Minus 3, minus 6. Minus 4. Minus 6, minus 6, minus 6. Ja, ich würde es aber eigentlich gerne wissen, ne? Ich will hier jetzt Radiatorrohre haben. Ganz klare Geschichte. Hier oben haben wir ja schon eins drin, und zwar ein Radiatorrohr aus Blei. Bauen die das jetzt hier einfach drüber? Nee. Nicht ganz, ne? Dann sind wir jetzt hier bei minus 3 und hier sind wir bei minus 8. Guck mal, was das macht. Es war 2 Grad. Sind wir noch nicht mal fertig. Was haben wir dann am Ende? 4 Grad minus oder? Also 4 Grad Unterschied? Das wäre doch schon mal ganz cool eigentlich. So, jetzt sind wir hier bei 3,9. Also minus 4. Nehmen wir minus 9. Ja, das ist doch schon mal besser. So, das ist isoliertes Rohr. Hat 8,5 Grad. Und das hat 6,7 Grad. Das heißt, es gibt auch zwangsläufig Kälte ab. Könnten wir ja eigentlich auch noch parallel mitkühlen. Der Raum hier ist ja auch zu warm. Wir probieren das jetzt einfach. Wir machen das mal. Ach nee, können wir gar nicht. Na gut, wir könnten das so machen, ne?
So, und dann setzen wir hier einfach ein isoliertes Rohr dran. Genau, und dann nehmen wir das Wasser vom Rückweg. Das ist der Weg. So probieren wir das. Das gefällt mir. So wird es gemacht. Wir probieren es. Schon wieder ein Druckerzeugnis. Meine Güte. Omelette. Nehmen wir. Ist hier gekocht. So, und das hier können wir eigentlich alles zerlegen. Zerlegen, wegwischen, aufräumen. Das ist der Weg. Hier müssen wir vielleicht noch eine Leiter hinbauen, sonst kommen die Pappnasen nicht runter. So, jetzt können wir den Raum hier auch noch mitkühlen. Das ist natürlich super. Guck mal, instant ist es hier kalt drin. Minus 5 Grad. Das ist den Dingern aber relativ wurscht, glaube ich. Deshalb müsste es ganz gut passen. Cool. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch genug Wasser im Kreislauf haben. Ist eigentlich auch gar nicht so doof, ne? Dass wir das hier jetzt hier so ableiten und hier nur die Hälfte durchgeht, weil so viele Kühle, so viel Schlutz brauchen wir ja gar nicht drin. Noch. So, haben wir noch was Warmes, was wir hier einfach radikal mit anschließen können? Das wird eh gekühlt. Hier sind wir bei 60 Grad, das passt. Hey, wo ist der Gastank hier hin? Wo ist denn der Gastank hin? Kann mir das jemand erklären? Habe ich den abgerissen? Wenn ja, wann? Hä? Warum baue ich denn jetzt das Goldamalgam? Das ist irgendwie komisch. Hä? Wann habe ich den denn abgerissen? Das verstehe ich schon mal gar nicht. Irgendwie ganz komisch gerade. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. So gar nicht. Komisch. Sehr, sehr komisch. Wo ist der Gastank hin verschwunden? War das so ein Speicherfehler? Wahrscheinlich, ne? Ja. Schwierig. Irgendwie schwierig. Temperaturmäßig ist es hier halt auch schon steigend, ne? Hm. Naja, gut. Dann würde ich sagen, räumen wir das mal auf. Und dann räumen wir das hier mal auf. Und dann können wir ja eigentlich mal einen Erholungsraum bauen, oder? Und vielleicht auch mal einen Kompost. Oder? Verschmutztes Wasser, Phosphorid zu Dünger herstellen, Algendestillerie wandelt Schleim zu Algen um, Entsalzer. Produziert Wasser. Nee, wollen wir nicht. Naja gut, das klären die schon. So, wir planen jetzt mal den Erholungsraum. Den würde ich sagen, setzen wir auch eiskalt hier oben hin. Weil ich das eigentlich ganz, ganz gut fühle hier so. Wir gucken mal. Möbel. Was können wir denn hier Schönes bauen? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen forschen. Gucken wir mal. Gebäude aktivieren. Und dann gucken wir mal, was wir hier forschen können. Das auf jeden Fall nicht mehr. Ich würde ja gerne hier hin. Hier würde ich gerne hingehen. Habe ich jetzt eine Forschung eingestellt oder nicht? Ja,
Genau. So, da würde ich gerne hingehen. Was tut den Pappnasen noch gut? Webstuhl? Nee. Wo können sie sich denn noch entspannen? Wir könnten Möbel. Wir könnten hier schon mal ein Telefon. Können Duplikanten verwendet werden, um sich... um mit sich selbst oder einem Duplikanten an verschiedenen Orten zu plaudern? Werden, um mit sich selbst zu reden? Um mit sich selbst zu reden? Das ist irgendwie komisch. Wir gucken mal, was kriegen wir denn hier noch für Raum-Overlays? Wir könnten ein Erholungsraum. Erholungsgebäude, keine industriellen Maschinen. Maximale Größe 96 Felder. Wie viel haben wir denn hier? Bis hierhin dürfte man gehen. Das heißt, wir könnten 96 Felder. Da müssen wir hier eigentlich zwei machen. Wir müssen ja hier eine Tür hinsetzen. Da müssen wir kurz überlegen. Wie kriegt man das hin? Dass die Pappnasen sich hier ein bisschen erholen können. Das wäre jetzt schon gar nicht so verkehrt, ne? Wir bauen hier erstmal eine Tür. Eine pneumatische Tür. Aus, was bauen wir? Die Goldamalgan. Warum baue ich denn hier alles aus Goldamalgan? Kann mir das jemand erklären? Als ob ich keine anderen Materialien hätte. Ich habe doch Kupfer. Baue doch das Zeug aus dem billigen Scheißkupfer. Das stimmt mit euch nicht. So, und jetzt gucken wir mal, wie viele Felder haben wir hier. Wir haben hier... was? 28, das heißt... bei... 14... hier müssten wir irgendwie die Tür bauen, ne? Dann bauen wir halt hier die Tür. Hier so. Dann setzen wir hier nochmal ein paar Luftdurchlässige hin. Hier machen wir das auch. Hier setzen wir aber auch noch eine pneumatische hin und dann machen wir hier noch ein paar luftdurchlässige Ziegel. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Pujagi, wuhu. So, und dann baut ihr das da. Und dann fangen wir mal an, euch das hier irgendwie schön zu machen. Eine Jukebox. Eine Lampe. Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit der Duplikanten im Lichtradius. Ne, okay, das brauchen wir nicht. So, Whirlpool. Wo kann ich denn nicht bauen? Eine angemessene Temperatur haben und würde rasch abkühlen. Metallerz, 200 Kilo Holz brauche ich dafür, okay. Holz hat man jetzt noch gar nicht. Dann machen wir hinten den Telefonraum hin. Machen wir das so hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann könnt ihr hier hinten quasseln. Gibt es hier noch einen Blumentopf hin. Ein Metallblock. Aus Kupfer? Ja, komm, ihr kriegt hier schöne Metallblöcke. Dann gibt es hier noch ein paar Blumentöpfe hin. So, zack, zack, zack. Dann könnt ihr hier ganz gemütlich quasophonieren. Dann gibt es hier noch Ditte. Und hier machen wir Ditte hin. Dann gibt es hier noch eine schöne Deckenzieherleiste. Meine Güte, euch geht's so gut. Ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. So, zack, 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 zack. Wunderbar. So, warum baut ihr das nicht? Jetzt bauen die schon wieder die scheiß Kabel aus Goldamalgan. Ich kriege hier einen Hass, ne? Ah, und dann quatschen sie alle ganz lässig. Bla 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 bla. Weil wir blöd sind. Ja, weil wir blöd sind. Woo! Ehrlich. Genau. Nichtsdestotrotz. Achso, die klopfen auf dem Metallding rum. Okay, ich verstehe. Nichtsdestotrotz. Gucken wir jetzt mal, wie wir das hier weitermachen können.
Das ist ja abgefahrenes Ding. Oh, Leute, es klingelt. Guckt euch das an. Guckt, wie es klingelt. Hallo. Mensch, Leute, wie geht's dir? Ja, ich bin hier neben dir. Am anderen Apparat. Ach, Mensch, das ist ja toll. Herrlich, wie sie mit sich selber quatschen. Wunderbar. Dann gucken wir mal. Ein Surf-Simulator. Mhm. Nutzung wird etwas Wasser auf den Boden spritzen. Okay. Kann man das irgendwo hinbauen, wo das nicht schlimm ist? Hier zum Beispiel? Die Klinik hast du noch nie gebraucht. Komm, die reiß mal ab. Alles abreißen. Dann können wir nämlich hier auch wunderschöne Gitterziegel hinsetzen. Das wird so schön. Das wird so schön. Genau. Und dann reißt das mal ab. Brauchen wir jetzt nicht. Zack, dann kriegt er hier nämlich einen wunderschönen Surf-Simulator hin. Wo hat man den? Zack. Können ja sogar zwei hinsetzen. Guckt euch das an. Was wir hier alles machen können. Ist das nicht toll? So, dann ziehen wir hier noch ein paar Rohre durch. Guckt euch das an. Wie toll. Auch das Ding braucht bestimmt noch Strom, vermute ich mal. Jawohl, war ja klar. Was haben wir hier für eine Last auf dem Kabel? 60 Watt. Potenzielle Last 60 Watt. Wieso? Müsste da nicht mehr drauf liegen? Achso, nee, weil wir hier unten alles weggekloppt haben, ne? Ja, guck mal an, dann machen wir das doch hier ganz lässig, gediegen und entspannt einfach hier dran. So. Kick mal an, dann geht das hier nämlich einfach los. Ist das nicht toll? Und dann könnt ihr hier schön surfen. Meine Lieblingspappnasen. Zählt das dann schon als Raum? Nee, ne, noch nicht. Ach nee, Quatsch, hier müssen wir hin. So, Erholungsmoralbonus. Keine industriellen Maschinen. Minimale Größe 12 Felder. Haben wir das nicht? ...32 Felder haben wir hier sogar. Ja, wir brauchen hier bestimmt noch ein Dekorationselement. Sowas wie diesen wunderschönen Blumentopf. Da und da. Und dann brauchen wir hier garantiert noch. Garantiert. Safe Call. So ein Ding. Oh, diese wunderschöne Zierleiste hier. Los geht's. Mach das jetzt. Ari fühlt sich hier noch nicht so wohl, ne? Aha, jetzt haben wir einen Erholungsraum. Es hat noch ein Dekorationselement gefehlt. Dekorationsgegenstand. Genau, hier haben wir es schon. So, hier haben wir noch einen Erholungsraum. Guckt euch an, wie entspannt das hier wird. Das wird eine richtige Urlaubskolonie. Was haben wir da noch? Wir können ja noch so ein blödes Bild hinhängen. Ach nee, können wir nicht. Okay, leere Leinwand. Nee, können wir hier auch nicht. Hier können wir es hinhängen. Ich hätte ja gerne noch die Entspannungsliegen. Das wäre ja ganz geil, ne? Wieso? Ist das hier zu warm? Ja, es scheint hier zu warm zu sein. Das ist blöd. Was macht die allgemeine Temperatur? Das geht auf jeden Fall nach unten. Das ist ja schon mal gut. Das kraxelt sich hier so durch. Das ist ganz okay, glaube ich. Stresslevel in 70%. Geht langsam. So, und dann haben wir den Pappnasen hier einen wunderschönen Surfraum gebaut. In dieser Folge. Das ist genial.
Und das Wasser, was da ausläuft, fließt auch einfach gleich zurück. Das ist total toll. Warte mal, wir pflanzen hier mal noch so einen schönen... Haben wir noch was anderes? Nee. Okay, Strauchsamen. Pflanzt mir Strauchsamen, Freunde. Ja, und dann haben wir unseren Pappnasen zwei Erholungsräume gebaut. Das ist doch super. Da können sie sich doch gar nicht mehr beschweren. Das ist doch genial. Dann stellen wir hier noch den Filter wieder an. Zack. Dann schießen wir hier ein bisschen Wasser rein. Das ist ja jetzt auch relativ wichtig, dass wir das machen, ne? Herrlich. Jean. Jean fühlt sich hier nicht so wohl, glaube ich. Super. So, unsere Farmen liefern hier gute Resultate ab. Das ist auch sehr schön. Körpertemperatur? Ist es hier zu warm? Ja, scheiße. So ein Scheiß, ey. Wie sieht es hier drüben aus? Ganz gut eigentlich. Können wir mal gucken. Ah, dann müssen wir hier... Nächste Folge wird hier krass gekühlt. Nächste Folge muss hier gekühlt werden. Sonst geht das hier alles schief. Hier vor allem, hier oben so. Hier ist es ganz schlecht irgendwie. Kann ich hier noch eine Salzlakenleitung durchlegen? Ja, ne, bestimmt. Ne, warte mal. Halt, stopp, Abbruch. Dann ziehen wir hier mal ein isoliertes Rohr durch. So. So, und ab hier gehen wir aufs Radiatorrohr. Aus Kupfer, das ist gut. Dann müssen wir das da zerlegen. Läuft. Dann müssen wir das Wasser bloß noch irgendwo hinpumpen, ne? Und die Frage, wohin? Das ist die große Frage. Na, da lassen wir uns noch was einfallen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Falls ihr Probleme, Ideen, Anregungen oder Kritik habt, dann einfach in die Kommentare damit. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!